Die Organisatoren des Vienna City Marathon um Veranstalter Wolfgang Konrad haben dem Traditionsevent ein 110-seitiges Covid-Präventionskonzept verpasst, um die Durchführung überhaupt erst möglich zu machen. Wir haben diesen Marathon und wir werden diesen Marathon vorbereiten in der schwierigsten Phase in der 37-jährigen Geschichte des Vienna City Marathons. Und es ist sehr, sehr herausfordernd und sehr, sehr schwierig. Und es ist zum Greifen nahe. Es sind nur noch knapp etwas mehr wie 3 Wochen. Und wir wollen ein Leitevent sein. Wir wollen ein Vorzeigeprodukt sein. Wir wollen zeigen, dass wir es können. Dass wir auf alle Dinge, die jetzt sehr herausfordernd wirken, dass wir die auch erfüllen können. Und dass wir ein Teil der Lösung sein können, ja? Dass wir zeigen, was alles möglich ist. Und ich bin überzeugt davon, dass uns das aber auch gelingen wird. Das Präventionskonzept beinhaltet eine Reduktion der Sportler-Gesamtkapazität auf 60%. An den 2 Eventtagen wird es damit ca. 28.000 Teilnehmer geben. Mehr Platz, Entzerrung und mehr Zeit seien das Motto. Die Aktiven sollen demnach Infos bekommen, wann sie in den Startbereich kommen sollen, wann sie ihre Garderobe abgeben sollen und wann sie in ihrem Startblock sein sollen. Die Startzeitfenster wurden auf 5 Minuten erweitert. Auf der Strecke wird es auch deutlich weniger Staffelteams geben. Zudem werden die Verpflegungstische weiter auseinander als üblich sein. Die Finisher-Medaillen werden nicht umgehängt, sondern sollen von den Absolventen der Bewerbe selbst genommen werden. Jeder Teilnehmer wird zudem einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. 93% der Angemeldeten seien zudem geimpft.